Datei gefunden. Precursor 2 und 4 isoliert. Verdammt! Der Proxy steigt bei 3 Suchalgorithmen aus. Starte KI-Umgehungsroutine. Die Precursor sind immer noch scharf. Ich habe keine Wahl. Ich denke, wir haben einen Code Blau. Halt durch, Kumpel. Sanitäter! Sind Sie das Raptor-Team? Ja, was davon übrig ist. Wir müssen sie aus der Schusslinie schaffen. Wir sammeln uns irgendwo an der Anhöhe. Aus allen anderen Richtungen rückt der Feind vor. Und damit alle zurück zur Let's Play Crisis Warhead. Ja, sehr gut. Es sieht zwar aus wie Crisis 1, aber... Bewegung. Ja, ist ja gut. Aber es ist Crisis 1, irgendwas. 1,1. Wo bleibt die verdammte Luftunterstützung? Mit natürlich der Quality Mod, also wir spielen natürlich hier ungemoddet. Heute im Jahre des Herrn 2020. Und das scheint aber wieder mal so die kleine Intro-Tutorial-Mission zu sein, oder? Was bist du? Das ist die Anhöhe, also los! Wir halten sie auf, solange es geht! Ich sehe sie dann bei der Siegesparade, Sergeant! Yes, Sir, yes, Sir! Okay, ich kann mich hinlegen. Was ist dunkel? Also okay, um euch brauche ich mich wahrscheinlich nicht mehr kümmern. Ein bisschen. Maximale Stärke. Juhu! Maximales Tempo. Ja, hier sogar. Hier hat er wieder ein Barbecue gemacht, ja. Schlecht. Psycho, Emerson hier. Sie sind wieder online. Die EMP-Bombe hat wohl ihren Anzug deaktiviert. Wie ist Ihr Status? Ich bin okay. Empfangen Sie das? Das habe ich nach unserer Landung gesehen. Sie kennen das Ende? Was sagen Sie dazu? Was zum Teufel war das? Da ist was! Es hat etwas! Ich habe gesehen, was mit dem Boot passiert ist. Aber ich dachte, das war nur eine Anomalie. Ich werde die Daten an die DIA weiterleiten. Aber machen Sie erstmal weiter wie geplant. Kontaktieren Sie das Sierra-Team und koordinieren Sie den Luftangriff. Die Schrift ist so komisch unscharf, wenn sie auf den Entfernungsbereich geht. Ich habe Death for Fuel schon abgeschaltet und irgendwelche anderen Unschärfe-Effekte. Aber Bewegungsunschärfe vor allem auch. Oh, das kann trauen. Achso, ja. F, komm. Juhu. Kann ich Kuh auch nehmen? Ach, das ist ein Käse, Schaf oder ein Ziegenbock. Was gibt's hier hinten so? Au! Achso, das war die. Das Feuerchen. Was ist das da? Ist das ein Auto?
schön hier. Mag von den ganzen brennenden Sachen und dem ganzen Lärm bei Flugzeugen. Ich bin jetzt nicht mehr gewöhnt. Corona. Zentrale, Sierra Lead, Kurs 270, Höhe 7, 16 Klicks bis zum Ziel. Verstanden, Sierra Lead. Passen Sie auf, wir haben hier beträchtliche Funkstörungen. Vermutlich... Was zum... Was war das jetzt? Aber... Was hab ich... War da eine Bombe oder eine Sprengfalle? Zentrale, Sierra Lead, Kurs 270, Höhe 7, 16 Klicks bis zum Ziel. Verstanden, Sierra Lead. Passen Sie auf, wir haben hier beträchtliche Funkstörungen. Vermutlich KVA-Musik. Verstanden. Oh ja, endlich tut sich mal was bei diesem Ausflug. Ganz ruhig, Sierra 2. Sie werfen nur ihre Bomben ab, verstanden? Ja, verstanden. Warte mal. Wir müssen hier erstmal nochmal... Ich brauche ein Reflexvisier. Was ist denn der Schrift hier los? Das ist irgendwie so... Der fehlt immer noch an. Den Schlafmodus. Den taktischen... Ach, das ist so ein Taser. Aber irgendwie habe ich... Ich weiß nicht, ich bin kein Mensch. Also es ist so laut hier. Da brauche ich keinen Schalldämpfer. Und außerdem glaube ich, dass mit Schalldämpfer ein bisschen Schussleistung verloren geht. Oh. Hallo? Da war noch einer. Ja, der kann aber auch nicht fahren. Warum sollte ich eigentlich? Hat er keine Waffe gehabt? Hä? Au. Maximale Panzerung. Sierra Team, hier Zentrale. Passen Sie auf, Raptor ist bei diesem Einsatz Ihr ACM. Raptor? Mein was? Ich habe vermutlich keine andere Wahl, oder? Verdammt, ich wusste es. Sean O'Neill. Sierra Lead, Abwurf bei 7. Over. Roger. Darüber. Maximale Stärke. Hüp. Oh, okay. Maximale Panzerung. Ich finde ja schon eine Menge Lensflare-Effekte und irgendwelchen schon volumetrischen Nebel. Roger-Zentrale. Bald ist die KVA isoliert. Jetzt müssen wir Ihre Kommandozentrale im Strandresort neutralisieren. Halten Sie sich dort bereit. Bomben ausgeklingt. Positiv. Verdammt! Sierra Lead, neue Befehle vom JSOC. Sierra 2 leistet ab sofort Bodenunterstützung. Roger.
Roger-Zentrale. Negativ-Zentrale. Schicken Sie Sierra 3. Sierra 3 ist bereits zugeteilt. Sie will damit sagen, Sie sind überflüssig wie ein Kropf. Suffkopf. Aber Sie wollten doch extra Sierra 2. Was? Suffkopf? Ja, jetzt haben Sie sie. Ja, okay. Bodenunterstützung. Verstanden. Sierra 2 hier Zentrale. Die Erfassung und Neutralisierung des Ziels hat Priorität. Aufklärung ist zweitrangig. Lassen Sie Ihre Kamera laufen. Ich habe das Netz der Koreaner geortet. Greifen wir auf ihr taktisches Netzwerk zu. Mal sehen, was sie aushacken. Mit ein bisschen Glück kriegen wir mehr raus als ein paar Informationen. Ich bleibe hier in meinem Gemüse. Hier ist bestimmt einer im Busch zum Pinkeln. Das weiß ich doch genau. Der hat jetzt nicht auf dem Radar, ne? Die anderen. Boah, ich muss dieses... Ich habe gerade hier dieses Dev-Profil ausgemacht. Wo sind die hingelatscht? Die sind, in Frühtauze Berge, oder wie? Upsala. Tarnfeld aktiviert. Boah, das ist ja ätzend. Bitte macht den Spiele kein Death of Field. Das ist wirklich Death of Field. Das ist komplett bescheuert. Denn wer weiß nie, wo man hinguckt. Vielleicht gucke ich hier so runter und gucke trotzdem hinten an den Horizont. Maximale Panzerung. Okay, jetzt gucken wir rüber. Ist da irgendjemand? Nein? Okay. Energie kritisch. Okay. Ja. Kuckuck. Komm rum! Jemand da? Da ist aber nicht viel los hier. Noch jemand da? Nein? Energie kritisch. Okay. Maximale Panzerung. Gut, dann eben auf die gute alte Tankmethode. Andersrum. Oh. Ups, Entschuldigung. Naja, ist ja, er schläft ja. Da ist noch bestimmt noch mehr. Im Lagua. Was? Da. Schießt denn wie blöd? Und trifft nicht. Hallo? Hallo? Nein! Was? Ach, da! Hab ich was gesehen gerade? Ja. Ist ein bisschen vor? Upa. Ja, ich sehe dich gleich. Der hat da immer noch. Wo jetzt? Jetzt mal Ruhe. Das ist schön für dich. Wo? Da hinten.
aus. Schaden 42. Ja, ist okay. So ist langsam Ruhe hier. Gut, den brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Schön hier. Nicht so schlecht. Wo ist das Radio? Future Fashion. Next Gen Super Suit. We talk of the design of the new Super Suit of the Future. Fashion Capital Pyongyang. Was? Oh, okay. Fashion Capital is the Fashion Capital of the World. Of the World. Now in North Korea. Sicher. Sicher, Kim. So, also ein Bierchen. Was ist denn das überhaupt? Kann man nicht lesen. Body. Also, was sagen dafür, dass es so ein altes Spiel ist? Ich habe gerade mal, wenn ich hier so rüber gucke, 36 Frames. So sind 60. Naja, okay. Nett. So. Das ist auch neu hier. Eine Gatling da oben drauf? Ja, es ist wie so ein. Wie heißen die bei Bundeswehr? Fennec oder sowas. Der brennt, der ist out of service sozusagen. Ist da nicht noch irgendwie. Was ist eine MP? Ja, ich probiere es mal. Ich kriege vielleicht wieder andere Sachen. So, lass mal gucken, ob es hier noch ein bisschen Muni gibt. Ne, ist nur eine kaputte Tür. Da war doch einer hier. Dankeschön. Da oben lagen noch auch noch welche. Irgendwo ein bisschen Munition. Munition. Jetzt gucken wir hier rein. Kann ich mal aufmachen. Hä, ist ja lame hier. Was gibt's hier so? Ist das was Wichtiges? Ne, das ist nur zum Hintern abwischen. Okay. Alter Trackball. Raus damit. Der Bildschirm zittert schon vor unserer Anwesenheit. Ja, okay. Wenn ich jetzt. Okay, das sind ziemlich viele Daten, aber entscheidend ist Folgendes. Erstens, ein gewisser Colonel Lee, ein Politoffizier aus Pyongyang, koordiniert die Operation.
Zweitens, er hat kürzlich eine Speziallieferung aus Yongbyon-Kun angefordert. Verdammt, das ist ihr wichtigster Atomstandort. Exakt. Ich muss das weitergeben, aber der Laden ist ab sofort ihr primäres Überwachungsziel, bis wir weitere Befehle erhalten. Na, das ist aber interessant. Team Idaho hat eben gemeldet, dass eine koreanische Propagandastation ihre Kanäle stört. Laut ihres Militärnetzwerks kommt das Signal von hier. Das ist ganz in ihrer Nähe. Kümmern Sie sich darum. Ja. Roger, Zentrale. Bin ja gerade da in der Gegend, ne? Was ist eine Straße? So, oben komme ich ja her. Er ist ein bisschen behäbiger, muss ich sagen. Was ist denn das hier? Das sieht ziemlich eingestürzt aus. Das ist, das sieht nicht so gut aus. Ist das eine Map? Ja, gibt es. Ach, ich muss unten. Da ist er. Jetzt muss ich da hier die Straße runter. Die Gagging, die brauche ich ein bisschen, bis sie angesprungen ist. Bis sie auf Drehzahl ist. Oh. Aber gegen Infanterie? Ach, da drüben ist jetzt... Da links. What? Wo bitte? Oh nein, halt. Oh. Wie bitte gehe ich mit dem bitte aus um? Ich muss mal kurz da runter. Moment, Leute. Okay. Ich mach mal kurz erst das hier. Ich bin gleich zurück. Vielleicht die beste Idee. Was mache ich mit dem Scheißding? Tarnfeld aktiviert. Na, stehen. Ist ja runtergerutscht. Was denn? Wer denn? Ein Kick. Amigo home? Hä?
Ist hier noch einer? Auf Wiedersehen. Das glaube ich kaum. Dezimieren und dann zünden sie mal was ein. Okay, hier ist er. Zack. Yep. Wir sind beide gesprengt. Die Frequenzen sind wieder sauber. Team Idaho bedankt sich bei Ihnen. Was gibt's hier noch? Achso. Sturmvisier erhalten. Ach so, für die andere. Hallo? C? Ich würde gerne. Achso, weil ich ihn nicht ausgewählt habe. Oh, was ist denn? Achso, jetzt kann ich natürlich hergehen und können sagen, hier mache ich Schätze. Hier mache ich Schätze taktisch. Und da mache ich jetzt, kann ich da noch mehr? Nein, hallo. Noch mehr zoomen kann ich nicht, ne? Nee, kann ich nicht. Okay. Also haben wir diese Nebenmission erfolgreich erledigt. Bronco haben wir erledigt. Nehme ich mit? Geht nicht. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns. Ein bisschen den Ausblick. Ah, ich will da hin. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.